So, wir schauen uns eure Ergebnisse an zu folgender Aufgabe. Ich wiederhole sie nochmal. Ihr würfelt mit zwei Würfeln und addiert die Würfelaugen auf beiden Würfeln. Also ihr bildet die Summe von beiden Würfelergebnissen. Und die Frage ist, wie wahrscheinlich sind da bestimmte Summen? So, die erste Aufgabe war rauszukriegen, wie wahrscheinlich ist es, eine 5 zu werfen, oder? So, wie seid ihr da rangegangen? Ja. Ja. Genau. Ja, also ich zeichne es erstmal auf, ja. Also ihr habt euch überlegt, es gibt eigentlich vier Fälle. Ich habe zwei Würfel, ne? Ich kann hier die 1 haben und die 4 oder die 2 und die 3. Aber auch die gegenüber, also die entgegengesetzten Fälle, ne? Ich habe hier die 3 und die 2. Und ich habe hier auf dem Würfel die 4 und auf dem Würfel die 1. So, diese vier Fälle gibt's. Okay. Was ist der nächste Schritt? Ja? Mhm. Okay, du hast geschaut, wie viele Kombinationen gibt es insgesamt? Da hast du einen Baum gezeichnet. Man kann auch sich mit einem Baum der Aufgabe nähern. Genau, können wir auch mal schauen. Also das ist der erste Würfel hier. Wie viele Möglichkeiten gibt es beim ersten Würfel? Okay, natürlich 6, ne? So, da kann ich eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5 oder eine 6 würfeln. Und beim zweiten Würfel gibt es ebenfalls 6 Möglichkeiten. Das heißt insgesamt 6 mal 6, 36 Möglichkeiten. Okay. Stopp. Okay, also es gibt vier Möglichkeiten, vier günstige Ereignisse und 36 mögliche Ereignisse. Da sind wir wieder bei einem Laplace-Experiment. Also, vier Fälle von diesen 36 sind die, die uns interessieren. Die Wahrscheinlichkeit ist also 4/36 eine 5 zu werfen in der Augensumme. Schreibt es mal hier hin. Die Wahrscheinlichkeit für eine 5 ist 4/36. Okay, das kann man noch kürzen. 4/6, bitte? Ein Neuntel, genau. Lass es mal so stehen. Einfach. Weil es jetzt vielleicht für die Überlegung günstig ist, in 36 zu reden. Ne? Ist jemand anders vorgegangen? Also hier hatten wir den Fall, wir überlegen uns, wie viele Fälle sind denn möglich, eine 5 zu würfeln in der Summe und wie viele gibt es insgesamt und haben das dividiert. Gibt es andere Möglichkeiten? Hat jemand auch einen Baum verwendet, ist aber anders vorgegangen? Beim Rumgehen habe ich gesehen, einige haben einen anderen Weg gewählt mit einem Baum. Es ist so ähnlich, nur man kann, ja? Okay, du hast den kompletten Baum gezeichnet. Das spare ich mir jetzt trotzdem mal hier, ne? Da habe ich natürlich hier 36 Äste insgesamt, 36 Pfade. Aber man kann natürlich jetzt hier auch markieren, welche uns interessieren, oder? Also, wir haben hier die 1 und die 4, diesen hier, und die 2, und ich deute es jetzt nochmal an mit der 3, und die 3 und die 2 und die 4 und die 1. So, diese Fälle gehen beide auf 5. Genau, und was überlegt man sich dann noch? Oder? Andere Methode, okay, gleich. Jetzt habe ich die möglichen Pfade. Also die günstigen Pfade, die mich interessieren, was muss ich jetzt noch ausrechnen, wenn ich wirklich Wahrscheinlichkeitsrechnung hier am Baumdiagramm machen möchte? Ja? Genau, du bist schon einen Schritt zu schnell.
Jeder Pfad hier die Wahrscheinlichkeit ein Sechstel. Ne? So. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für einen Gesamtpfad hier? Ja? Ein 36. Wie kommt man da drauf? Ein Sechstel mal ein Sechstel. Ein 36. Die Wahrscheinlichkeit ist ein 36. Und zwar für jeden dieser Pfade. Für jeden. Ein 36. Jetzt muss ich einfach nur zählen, wie viele Pfade gibt es? 4. Also ist die Wahrscheinlichkeit 4 36. Nämlich 1 36 plus 1 36 plus 1 36 plus 1 36. Das wäre die Summenregel. Ne? Okay. Also würde man jetzt, ich schreibe es mal, 1 36 plus 1 36 plus 1 36 plus 1 36 rechnen. Und das ist natürlich das gleiche wie 4 mal 1 36. Also kommt 4 36 raus. Klammer auf. Die Wahrscheinlichkeitsaufgaben sind eine sehr gute Gelegenheit, mit der ihr euch testen könnt, wie fit ihr seid im Bruchrechnen. Beim Rumlaufen habe ich alles Mögliche gesehen. Da kam hier unten raus Sechstel, also 4/6 oder 4/12. Geht in euch, falls ihr denkt, oh Gott, Bruchrechnen, da habe ich jetzt, bin ich irgendwie nicht so fit. Macht euch fit, weil das braucht man natürlich. Du hattest noch eine andere Möglichkeit. Ja. Okay, du hast die Zahlen von 1 bis 6 nebeneinander geschrieben und die verbunden, genau, und die Verbindungen gezählt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Genau. Gut, jetzt zweite Aufgabe, wie wahrscheinlich ist es, eine 8 in der Würfelsumme zu würfeln? Was kam da raus? Wie seid ihr da vorgegangen? Ja. Bitte? 5 36. Welche Fälle haben denn da eine Rolle gespielt? Die 2 und die 6. 6 und die 2. 3 und 5. 5 und 3. 4 und 4. Gibt es da nicht den umgedrehten Fall 4 und 4 nochmal? Ist das das Gleiche? Ich stelle die Frage, weil ich beim Rumlaufen mit einigen gesprochen habe, die sich genau diese Frage gestellt haben. Brauche ich die 4 und 4 jetzt nochmal oder nicht? Sehr schön, du argumentierst am Baumdiagramm. Ne? Also, hier gibt es die 2 und die 6 und die 6 und die 2. Das sind zwei verschiedene Pfade. Die 4 und die 4, diesen Pfad gibt es nur einmal. Ich habe keine zwei Pfade, 4 und 4, die ich addieren könnte unten zu 1/36 plus 1/36. Ne? So, das heißt, jeden Pfad 2/6, 6/2 gibt es doppelt. 3/5, 5/3 gibt es zweimal hier im Baumdiagramm. 4/4 gibt es nur einmal. Manche stellen es auch so vor, ihr habt zwei farbige Würfel, einen blauen Würfel und einen roten Würfel. Ihr könnt eine blaue 2 und eine rote 6 würfeln und eine rote 6 und eine blaue 2, blaue 2 und rote 6 oder blaue 6 und rote 2. So, das sind zwei verschiedene Fälle auf dem Tisch, auf den ihr schaut. Na? Aber rote 4 und blaue 4 gibt es nur einmal. Sind keine zwei verschiedenen Fälle. Ihr könnt eine rote 4, eine blaue 4 würfeln. Fertig. Eine dritte Variante, mit der man sich das klar machen kann, die so ähnlich ist wie das, was du vorgeschlagen hattest mit den beiden Spalten, wo man so Verbindungslinien macht. Wenn immer man solche Kombinationsmöglichkeiten hat, empfiehlt es sich manchmal, nicht immer, sondern manchmal, eine Matrix zu machen oder eine Tabelle. Also, ihr könnt mit dem einen Würfel 1, 2, 3, 4, 5 und 6 würfeln. Mit dem anderen Würfel 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So. Und das Ganze wird addiert, richtig? So.
Das Ganze wird addiert. So, und jetzt kann man die Ergebnisse reinschreiben. Ne? Und jetzt können wir hier ja, sehen wir, bei der 2 und bei der 6 kommt eine 8 raus. Bei der 6 und bei der 2 kommt eine 8 raus. Das könnte man jetzt ja für alles machen. Machen wir es mal nur für das Beispiel hier. 3 plus 5 ist 8. 5 plus 3 ist 8. Und 4 plus 4 ist 8. Aber 4 plus 4 gibt es nur einmal hier drin. Ne? Dieses Element gibt es nur einmal. Oh, Entschuldigung, ich habe mich verschrieben. Ich habe mich mehrfach verschrieben. Moment. 5 plus 3 ist 8. Was war das denn hier? Ach doch, nee, stimmt doch. 5 plus 3 ist 8. So. Aber 4 plus 4 ist hier. So. So stimmt's, ne? Oh, ist das nicht schön? Schaut mal. Schön symmetrisch, ne? Frage, ist das immer symmetrisch bei jedem Ergebnis? Können wir mal schauen, ne? Angenommen, das Ergebnis... Ja, gucken wir gleich. Okay, aber auf jeden Fall sieht man hier, 4 und 4 gibt es nur einmal, ne? Während 3 und 5 und 3 gibt es zweimal. Okay. Also die Wahrscheinlichkeit, eine 8 in der Summe zu würfeln, ist wie groß? Ja? 5 36stel, genau. Das hier sind 36 Felder, 6 mal 6. Die Wahrscheinlichkeit, eines dieser Felder zu werfen, ist 1 36stel. Jetzt zählt die Anzahl der Felder. 5 36stel. Okay, jetzt kommen wir aber natürlich, jetzt analysieren wir die Situation mal ein bisschen systematischer noch. Welches Würfelergebnis, welche Summe hat die größte Wahrscheinlichkeit? Ihr würfelt mit zwei Würfeln. Und jemand sagt, setz mal auf eine Zahl und ich gebe dir 100 Euro, wenn du diese Zahl triffst. Auf welche Zahl würdet ihr setzen? Ja? 7. Warum 7? 7 hat 6 Möglichkeiten. Wo sehen wir die hier in dieser Tabelle? Oder, ne, ist egal. Sag mal die erste Möglichkeit. 1 plus 6 ist 7. Mhm. 5 plus 2, 2 plus 5, 3 plus 4 und 4 plus 3. Ah, wie wertvoll gute Visualisierungen sind, ne? Die Ergebnisse sind natürlich immer, setzen nicht immer diagonal fort, gleiche Ergebnisse. Weil wenn ich in einer Zeile eins nach rechts gehe, muss ich in der, wenn ich in der Spalte eins nach rechts gehe, muss ich in der Zeile eins nach oben gehen, damit das Ergebnis gleich bleibt. Okay? Ne? 6 plus 1 ist 7. Wenn ich jetzt auf die 5 gehe, muss ich eins nach rechts gehen, damit das Ergebnis gleich bleibt. Eins abziehen, eins dazuzählen, bleibt das Ergebnis gleich. Gegensinniges verändern. Gegensinniges verändern. Ich gehe eins nach oben, muss ich eins nach rechts. So. Das heißt, die 7 belegt die komplette Diagonale hier in dieser Tabelle und kommt am häufigsten vor. Mit welcher Wahrscheinlichkeit? Ja? 6 36stel oder 1 6stel? Welches Ergebnis ist am wenigsten wahrscheinlich? Ja. 2 und 12. Warum? Für 2 gibt es nur eine Möglichkeit, die ist hier in dieser Ecke, dieser Diagonalsituation, ne? Und die 12 ist hier unten in der Ecke. Okay, da gibt es jeweils nur eine Möglichkeit, 1 36stel. Sehr schön. Die letzte Aufgabe war, in welchem Gesellschaftsspiel spielt das eine Rolle? Ja. Siedler von Catan. Wer kennt Siedler von Catan? So wenige? Alle mal die Hände hoch. Wer kennt Siedler von Catan? Ja, so die Hälfte ungefähr vielleicht, ne? So 50, 60. Kann mir jemand beschreiben, warum diese Würfelsumme bei Siedler von Catan eine Rolle spielt? Ja.
Warte kurz, Moment. Ihr versteht sie nicht. Jetzt. Genau, ich wiederhole mal laut, damit man es auch online versteht im Video. Ne? Also man hat sozusagen Platten, die man aneinander legt bei Siedler von Catan. Da stehen Zahlen drauf, von 2 bis 12. Hm? Ja? Stopp, genau. Also, man hat Ressourcenfelder, Weizen, was gibt's noch? Weizen, Holz, Wald, was? Erz, genau, ne? Sowas gibt's, also Felder. Da stehen noch Zahlen drauf von 2 bis 12 und dann würfelt man mit 2 Würfeln. So, dann würfelt man mit 2 Würfeln und wenn man auf einem Feld mit Erz steht, wo die 6 drauf ist und es wird eine 6 gewürfelt, kriegt man Erz. Okay, wenn man auf einem Wald steht, wo eine 2 drauf gedruckt ist und man kriegt, es wird eine 2 gewürfelt mit 2 Würfeln, kriegt man Wald oder Holz. Das bedeutet, auf welche Felder wird man sich wahrscheinlich versuchen, bei Siedler von Catan zu setzen, um möglichst viele Ressourcen zu kriegen? Sieben gibt es nicht, die hat eine besondere Bedeutung, aber worauf wird man sich dann setzen? Auf die 8 oder auf die 6, die kommen am häufigsten, wenn es die 7 nicht gibt, genau, oder auf die 9 und auf die 5. 2 und 12 ist blöd. Wer auf der 2 und auf der 12 landet, hat ein bisschen Pech gehabt. Genau. Die 7 hat eine besondere Bedeutung, dann kommen die Räuber. Und machen schlimme Dinge, so rauben irgendwelche Ressourcen und so. Ne? Und das ist eben auch geschickt überlegt, weil die Räuber dann eben besonders häufig kommen, weil sie bei der 7 kommen. Okay. Warum machen wir das überhaupt? In der Grundschule Wahrscheinlichkeit. Wann habt ihr zum ersten Mal Wahrscheinlichkeit in der Schule gehabt als Thema? Ja? Sehr gut. Oft, also einige berichten, sie kommen zum ersten Mal in der 10., 11. Klasse mit Wahrscheinlichkeit oder so in Kontakt, ja? Klar, also mittlerweile beginnt man, ist Daten und Zufall, der Bereich Daten und Zufall, eines der Leitideen im Bildungsplan der Grundschule. Daten und Zufall, das wird miteinander verknüpft, weil das eben eine Leitidee ist in der Mathematik, könnte man sagen, schon ab der ersten Klasse. Natürlich wird man nicht solche Rechnungen hier in der ersten Klasse machen. Aber auch in der ersten Klasse spielen die Kinder schon Mensch, ärger dich nicht. Und kommen mit so einer Vorstellung in die Schule, die 6 ist total schwer zu würfeln. Eine 1 ist leichter zu würfeln als eine 6. Was ist daran die Fehlvorstellung? Wieso, stimmt doch, 6 ist schwer, ne? Ja? Ja. Die Wahrscheinlichkeit, eine 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 zu würfeln, ist gleich groß. Trotzdem habe ich den Eindruck, die 6 ist total schwer. Mensch, ärgere dich nicht, weil ich die 6 zum Rauskommen brauche. Und ich komme nie raus, weil ich nie eine 6 würfel. Natürlich ist die 6 schwerer zu würfeln als 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5. Das Gegenereignis. Ne? Das Gegenereignis für nicht 6 ist wie groß? Also, eine 6 zu würfeln ist ein Sechstel. Und nicht 6, ja? 5 Sechstel. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, nur ein Sechstel eine 6 zu würfeln, im Vergleich zu alles andere zu würfeln. Nur wenn ich die Elementarergebnisse beim Würfeln miteinander vergleiche, ist die 6 natürlich gleich wahrscheinlich wie die 2 und die 3. Solche Themen, das bespricht man zum Beispiel in der ersten Klasse. Da schaut man sich so Begriffe an wie wahrscheinlich,
oder unwahrscheinlich. Das sind so Alltagsbegriffe, was bedeuten die eigentlich? Und was man auch in der Grundschule schon durchaus macht, ist zu überlegen, Würfel mit zwei Würfel und die Würfelsumme, was passiert denn da? Natürlich wird man mit Kindern das jetzt hier nicht so aufziehen, sondern was macht man da? Ja? Sehr schön, man kann einfach mal ein Experiment durchführen lassen, Strichlisten führen. Und man kann die Kinder auch die Kombinationsmöglichkeiten überlegen lassen, in dieser Form hier. Ne? Die Zweiergruppe überlegt sich mal, welche Möglichkeiten gibt es, eine 5 zu würfeln. Die Zweiergruppe überlegt sich mal, welche Möglichkeit gibt es, eine 7 zu würfeln und so weiter. Und dann lässt man ein Balkendiagramm entstehen. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Dann lässt man ein Balkendiagramm entstehen. Ich skizziere es nochmal hier. Hier hat man alle Möglichkeiten bis 11, 12. Und dann lässt man hier die Möglichkeiten drüber entstehen. Und bei der 2 hat man nur eine Möglichkeit. Bei der 3 hat man schon 2 Möglichkeiten. Bei der 4 hat man 3 Möglichkeiten und so weiter bis zur 7. Und dann geht es wieder rückwärts zur 12. Dann entsteht eine Grafik, die sieht grob so aus. Und da sieht man, dass die 7 am wahrscheinlichsten ist, die Zahl in der Mitte. So, und das kann man mit Kindern schon in der Grundschule machen. Und das macht ihr auch mit Kindern in der Grundschule. Insofern ist es wichtig, dass wir dieses Thema hier besprechen, damit ihr später auch das ganze Background-Knowledge habt, um solche Themen kindgerecht in der Grundschule zu behandeln. Okay, gibt es zu der Aufgabe noch Fragen? Ich gucke mal, ob es Online-Fragen gibt.